Musiktheoretische Grundbegriffe der elektronischen Musik sind der Ton, der Klang, das Tongemisch, das Geräusch und der Zusammenklang. Ich wiederhole, der Ton, der Klang, das Tongemisch, das Geräusch und der Zusammenklang. Der Zusammenklang ist identisch mit dem neueren akustischen Begriff Klanggemisch. Zunächst der Ton. Der einfachste Ton, den das Ohr kennt, ist ein Ton von sinusförmigem Schwingungsverlauf, der sogenannte Sinuston. Dieser reine, einfache Ton oder Sinuston hat keine Oberschwingungen und demnach keinen ausgeprägten Klangcharakter. Sie hören verschiedene Sinustöne in verschiedenen Lautstärken. Der Sinuston klingt gleichförmig strömend und unmoduliert starr. Sein Hauptmerkmal ist die hüllenlose Direktheit des Tönens. Er klingt in der Farbe unbestimmt, im Verhältnis zu Instrumenten oft dick und breit. Mit dem Fehlen der Obertöne hängt es ebenfalls zusammen, dass das Ohr, sowohl das absolute wie das relative Gehör, sich an Sinustönen nicht so leicht orientieren kann, wie an obertonreichen Klängen. So zum Beispiel, wenn Sie jetzt die folgenden in der Akustik genau definierten Terzintervalle hören. Im Gegensatz zu solchen Intervallen, die meist im Sinne überlieferter Tonvorstellungen zurechtgehört werden, reagiert das Ohr außerordentlich empfindlich auf die bei verstimmten Oktaven und Einklängen entstehenden Schwebungen. Zuerst bei der Oktave. Und noch viel deutlicher bei einem Einklang. In der Akustik von jeher bekannt, ist der Sinuston in der Musik etwas Neues. Er ist nun auch musikalisch eine letzte fundierende Einheit, ein Element, aus dem alles, was klingt, zusammengesetzt ist. Seine zentrale Bedeutung in der elektronischen Musik wird nicht durch die subjektiven Gehörserscheinungen eingeschränkt. Werden solche Sinustöne dynamisch geformt, und zwar durch sogenannte Hüllkurven, so sind sie musikalisch unbeschränkt verwendbar. Sie hören jetzt eine ganze Reihe von Beispielen. Sie klingen wie gespielt, sind es aber nicht, da es keine Spielinstrumente mit Sinustönen gibt. Diese Beispiele sind nach einem besonderen, im Kölner Studio entwickelten Bandschleifenverfahren hergestellt. Ich zeige Ihnen noch, wie ein solches Gebilde entsteht, wie es sich Ton um Ton auf der Bandschleife aufbaut.
Nun das nächste Kapitel, der Klang. Vom Ton oder Sinuston unterscheidet sich der Klang dadurch, dass er aus einer Reihe von Teiltönen oder Sinusschwingungen harmonisch zusammengesetzt ist. Spricht man vom Ton einer Geige, Trompete, Klarinette usw., so handelt es sich immer um einen zusammengesetzten Klang, dessen Einzeltöne das Ohr nicht als solche, sondern als Klangfarbe wahrnimmt. Sie hören jetzt den Kammerton A in verschiedenen Klangformen, das heißt in verschiedenen Obertonzusammensetzungen. Der einheitliche Eindruck des Klangs rührt daher, dass die Frequenzen der Teiltöne harmonisch zum Grundton liegen. Sie bilden ganze Vielfache der Grundtonfrequenz. Da Klänge zusammengesetzt sind, können sie auch wieder zerlegt werden. Das geschieht durch Filter. Sie hören einen Klang, der in verschiedene Teiltonbereiche zerlegt und dann nacheinander von oben nach unten wieder zusammengesetzt wird. Klänge sind zum Beispiel auch die Vokale der Sprache. Sie hören jetzt die Spektren der Vokale, natürlich ohne die dynamische Sprachgestaltung. A, E, I, O, U. Die Summe der Teiltöne des Klangs wird als die Klangfarbe registriert, die durch die Anzahl und Stärkeverhältnisse der Einzelschwingungen bestimmt wird. In der traditionellen Musik ist die Klangfarbe der Instrumente unabänderlich gegeben. Elektronisch dagegen können die Teiltonkomponenten des Klangs variiert werden, sodass sich der Komponist gewissermaßen seine eigene elektronische Instrumentalität schaffen kann. Sie hören nun einen Klang mit 5 verschiedenen Lautstärkevarianten der Teiltöne. Das heißt, der Klang bleibt in seiner Teiltonzusammensetzung immer derselbe, nur die Schallstärke der Teiltöne verändert sich. Das bedeutet, dass der Komponist den Klang nicht mehr fertig von den Instrumenten bezieht, sondern selbst herstellt. Er komponiert ihn. Noch bedeutsamer nun wird dieses Klangkomponieren im Tongemisch, das ein weiterer Begriff der elektronischen Musik ist. Wie der Klang ist auch das Tongemisch aus Teiltönen zusammengesetzt, aber nicht aus harmonischen, sondern aus unharmonischen. Solche unharmonischen Teiltongebilde kommen in der Instrumentalmusik bei Glocken, Röhren, Platten und Stäben vor, die angeschlagen werden und verklingen. Die Instrumentalmusik kennt das Tongemisch nur in dieser Form des Anschlags und Verklingens, also des Einschwingvorgangs und der Hüllkurve. Dagegen lässt sich etwas scheinbar so Widerspruchsvolles wie ein stationärer Glockenklang nur elektronisch realisieren. Sie hören jetzt ein solches Tongemisch, das in diesem Fall genau der Zusammensetzung eines Glockenklangs entspricht
Und zwar in 5 Varianten. Das Gemisch bleibt immer dasselbe, nur die Schallstärke der Teiltöne ändert sich. Werden solche stationären Tongemische akzentuiert, das heißt mit einer bestimmten Hüllkurve versehen, so entstehen glockenähnliche Klänge. Ein anderes Beispiel, Sie hören 5 Tongemische, jedes aus 5 Tönen in mathematisch genauem, das heißt temperiertem Abstand. Mit der Folge der Gemische werden die Abstände der Teiltöne gleichmäßig breiter, zuerst von demselben Grundton aus 5-mal nach oben. Und nun die Verbreiterung 5-mal nach beiden Seiten, also nach oben und unten. Solche unharmonischen Klänge oder Tongemische sind nicht zu verwechseln mit Akkorden. Akkorde entstehen aus Zusammenklängen. Tongemische dagegen sind immer Sinustongemische. Sie haben einen höheren Verschmelzungsgrad als Zusammenklänge, können weit einheitlicher Klang werden als Instrumentalakkorde. In der Instrumentalmusik sind Klang und Zusammenklang klar geschieden. Elektronisch schiebt sich hier das Tongemisch mit seinen neuartigen Verschmelzungsgraden dazwischen. Das Tongemisch ist eine völlig neue Dimension des Kompositorischen. In ihm scheinen sich übrigens die vielen und nie bewältigten Widersprüche der sogenannten Atonalität endlich zu lösen. Besonders interessant sind Tongemische, deren unharmonische Teiltöne in der Nähe von harmonischen eines Klangs liegen. Sie hören einen Klang mit den Frequenzen 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1200, 1600. Und nun die Frequenzen leicht verschoben in den Bereich der unharmonischen, also nicht mehr 100, 200, 300, 400 und so weiter, sondern 100, 220, 280, 420 und so weiter. Noch einmal die beiden Klänge zuerst nebeneinander und dann so, dass das Tongemisch aus dem benachbarten Klang hervorgeht. Solche Tongemische lassen sich kompositorisch ordnen, sodass die Klangstruktur zu einem Teil der Werkstruktur werden kann. Ist ein klangliches Gebilde durch eine besonders dichte Teiltonfolge unharmonischer Lage definiert, so spricht man von einem Geräusch. Sie hören einige Farbgeräusche. Solche Farbgeräusche haben in der Tonhöhe den Wert von ungefähren Lagebeziehungen. Nur das den ganzen Hörbereich ausfüllende weiße Rauschen
entzieht sich einer Lagebestimmung. Ein Mittel, sehr dichte Tongemische herzustellen, ist das permanente Glissando. Ich bestreiche einen gegebenen Intervallraum, sagen wir eine Oktave, mit einem Glissando. Und nun dieses Glissando in Permanenz, wobei der Oktavraum mit zahllosen Einzeltönen ausgefüllt wird und das so entstehende Klangband eine innere Drehbewegung erhält. Ein wichtiges Gestaltungsmittel der elektronischen Musik ist die sogenannte multiplikative Mischung von Klängen. Sie beruht auf der Modulation von Schwingungen und wird in den folgenden Beispielen durch einen Ringmodulator erzeugt. Da es sich bei dieser Modulation um eine Mischung von Schallvorgängen handelt, muss das Ausgangsprodukt aus wenigstens zwei Tönen oder Klängen bestehen. Die traditionelle Musik kennt nur die additive Mischung von Klängen. Sie hören jetzt zwei Töne. Und zuerst den daraus additiv gebildeten Zweiklang. Und nun die beiden selben Töne. Und das Ergebnis ihrer multiplikativen Mischung. Der Modulator hat die Eigenschaft, Frequenzen und Frequenzgemische in andere Frequenzbereiche zu verschieben. Wenn es sich um einfache, sogenannte Sinustöne handelt, verschiebt er sie so, dass man die Summe und die Differenz dieser beiden Sinustöne hört. Die Differenztöne sind zuerst von dem italienischen Geiger Tartini beobachtet worden. Die Summationstöne hat Helmholtz entdeckt. Unser erstes Beispiel bestand aus einem Ton von 400 Hertz und einem Ton von 1000 Hertz. Die Summe beträgt 1400, die Differenz 600 Hertz. Der Modulator hat die Töne nicht addiert, sondern multiplikativ gemischt. Sie hören einige weitere Beispiele. 1000 Hertz und 100 Hertz. Zuerst der additive Zweiklang und nun das Kombinationsverfahren des Modulators 1000 plus 100 gleich 1100, 1000 minus 100 gleich 900 mit diesem Ergebnis. Das waren Mischungen von einfachen Tönen. In den Klängen treten nun die Obertöne hinzu und es mischen sich hier nicht bloß die Grundtöne, sondern sämtliche Obertöne. Das führt zu außerordentlich komplizierten Klanggebilden, die sich wissenschaftlich analysieren lassen, die ich hier aber nur in ihren akustischen Ergebnissen vorführen kann. Ich zeige Ihnen zuerst das Generalschema dieses Vorgangs mit einer gleitenden Tonlinie. Von 400 Hertz gleitet ein Glissando langsam aufwärts, gemischt mit einem obertonreichen Klang, ebenfalls von 400 Hertz. Am Anfang steht die Summe von 800 Hertz und die Differenz von 0. Das heißt, wenn ich nun den einen Ton langsam aufwärts gleiten lasse, hören Sie als dominierenden Vorgang, wie die Linie von 800 allmählich auf 400 Hertz fällt, während gleichzeitig von 0 Hertz ein Ton aus der Tiefe nach 400 Hertz hin aufsteigt. Jeder einzelne Punkt dieser Kurven ergibt einen der charakteristischen Mischklänge. Sie hören einige Beispiele, zuerst immer die beiden Klänge, dann ihre multiplikative Mischung.
Und nun die praktische Anwendung, die ich Ihnen an einem kleinen musikalischen Motiv zeige. Zuerst hören Sie das Motiv und dann seine klanglichen Umwandlungen durch die Mischung mit verschiedenen reinen Tönen. In gewissen Frequenzbereichen entstehen Spiegelbilder des Motivs. Nun dasselbe Motiv, jeweils nicht mit einem Ton, sondern mit einem obertonreichen Klang gemischt. Anwendung von Impulsen. Das sind sehr kurze Schallstöße, die durch einen Impulsgenerator erzeugt werden. Sie hören eine Folge von 16 Impulsen je Sekunde. Hier kann das Ohr noch deutlich die Einzelimpulse erkennen. Jetzt 32 Impulse pro Sekunde. Jetzt 64. Und nun 128 Impulse pro Sekunde. Das ist ein wenig tiefer als das kleine C. Nun hören Sie die Impulse kontinuierlich schneller werdend, von den ersten Einzelimpulsen durch 7 Oktaven bis zum kleinen C. Ändert man die Dauer der Impulse, so ändert sich die Farbe der Klänge. In dem folgenden Beispiel wird ein Klang durch 64 Impulse pro Sekunde erzeugt, aber so, dass die Impulsdauer kontinuierlich länger wird. Sie beträgt der Reihe nach 1 Millisekunde, 2 Millisekunden, 3, 4, 5 bis 10 und dann 20, 30, 40 und 50 Millisekunden. In dem abschließenden Beispiel hören Sie ein Impulsgemisch aus 3 Schichten. Die erste hat 4 Impulse pro Sekunde, die zweite 5 und die dritte Schicht 6. Alle 3 Schichten zusammen klingen so. Mit 4 zu 5 zu 6 wird zugleich ein Dreiklangsverhältnis bezeichnet. Das Impulsgemisch, 5 Oktaven höher transponiert, ergibt diesen Dreiklang. Und hier das beweiskräftige Kontinuum des Transponiervorgangs.
Auf dem Internationalen Musikfest 1953 in Köln wurde zum ersten Mal elektronische Musik aufgeführt. Mit Kompositionen von Robert Beyer und mir trat die elektrische Klangerzeugung nunmehr in den Gesichtskreis legitimer musikalischer Betrachtungen. Von den damaligen Arbeiten, für die wir gemeinsam zeichneten, gebe ich eine kleine Probe. Das erste Klangmaterial erhielten wir von dem verstorbenen Bonner Universitätsprofessor Werner Meyer-Eppler, der im Phonetischen Institut ein elektrisches Spielinstrument hatte. Solche Instrumente mit elektrisch erzeugten Klängen gab es schon lange. Aber erst nachdem die Methoden der Schallspeicherungstechnik und Bandverarbeitung entwickelt waren, wurde der elektrisch erzeugte Klang als Kompositionsmittel verfügbar. Sie hören kleinere Ausschnitte aus jenen ersten Stücken von 1953. Beispiel von damals, jetzt unabhängig von dem Bonner Klangmaterial. Diesen ersten, vorwiegend klanglich orientierten Stücken folgte die von Anton Webern ausgehende Entwicklung der seriellen Technik. Sie hören ein kurzes Stück von mir, Struktur 8, 1953-54, hergestellt aus 8 verschiedenen Klängen. Die serielle Technik ist in der elektronischen Musik nicht nur angewandt, sondern auch entscheidend weitergebildet worden. Dagegen bestehen zwischen der älteren Dodekaphonie und der elektronischen Musik keine Beziehungen. Die einzige Ausnahme ist das erste meiner 5 Stücke von 1955-56. Als Mittelteil erscheint darin ein 4-stimmiger 12-Ton-Kanon, den ich 1923 geschrieben und 1924 veröffentlicht habe. Es ist eine der frühesten melodisch-linearen 12-Tonfolgen, die auch im ersten Satz meiner 1925 veröffentlichten 5 Stücke für Streichquartett vorkommt. Sie hören diesen horizontal und vertikal streng 12-tönigen Kanon in der Quartettfassung und anschließend in dem elektronischen Stück, nun verlangsamt, eine Oktave tiefer und klanglich verschleiert. Musik.
meinem Stück Selektion 1, 1959-60, habe ich die Klänge, Tongemische und Farbgeräusche nach Graden der Helligkeitstönung und im Verhältnis zueinander nach Zeitintervallen geordnet. Alle Klänge des Stückes bestehen aus dem Material der fünf Anfangsklänge, das in ihnen gleichsam vorgestellt wird. Sie hören nun einen kleinen Ausschnitt aus dem Stück. Der letzte der fünf Anfangsklänge, die Sie vorher hörten, war nicht mehr rein elektronisch erzeugt. Er wurde als Farbgeräusch aus dem Spektrum eines gesprochenen Wortes gewonnen und mit Sinustönen gemischt. Das ist der Übergang zu einem weiteren großen Kapitel der elektronischen oder, soweit nur Sprachklänge benutzt werden, der Tonbandmusik, nämlich zu dem Kapitel Musik und Sprache. Ende 1960 bis Anfang 1962 entstand mein Stück Epitaph für Aikichi Kubuyama, das ist der japanische Fischer, der 1954 das erste Fernopfer des Atomzeitalters wurde. Diese Komposition verwendet keine elektronischen Klänge. Das Material des Stückes besteht ausschließlich aus der einleitend gesprochenen Grabinschrift, die Günther Anders ins Deutsche übertragen hat. Deshalb heißt die Gattungsbezeichnung des Stückes Komposition für Sprecher und Sprachklänge. Im sehr komplexen Klangspektrum des Wortes sind Vokale im Allgemeinen durch die Angabe von zwei Formantbereichen charakterisiert. Stimmhafte Konsonanten nähern sich den Vokalen. Dazu gehören die Vibranten LMN, also L, M, N. Wesentlich breitere Formantbereiche infolge der Geräuschbeimischung haben die Zisch- und Reibelaute. Bei den Explosivlauten K, P, T, also K, P, T, erstreckt sich das Spektrum über den ganzen Hörbereich. Wenn ich einen solchen Explosivlaut wie T oder K stationär mache und erheblich verstärke, erhalte ich das sogenannte weiße Rauschen. Es gibt verschiedene Methoden, einen ganz kurzen Laut in Permanenz erklingen zu lassen. Ich nenne hier das Verfahren der Klangerzeugung mittels Buchstabeniteration. Dabei steht das Band still, es dreht sich ein den Klang abnehmender Rotierkopf. Auf diese Weise kann jeder Vokal, jeder Konsonant beliebig lang gemacht werden. Es war ein weiter Weg von den ersten Versuchen mit gesprochenem Wort bis zu den ersten brauchbaren Ergebnissen. Dabei fand ich wertvolle Unterstützung und Anregung bei Werner Meyer-Eppler, dem 1960 gestorbenen Direktor des Instituts für Phonetik und Kommunikationsforschung der Universität Bonn. Von welchen Überlegungen wir ausgingen, möchte ich jetzt an einem vor Jahren aufgenommenen Gespräch zwischen Meyer-Eppler und mir über informationstheoretisch-akustische Fragen, insbesondere über das Verhältnis von Musik und Sprache, zeigen. Sprache und Musik enthalten gleichzeitig nebeneinander verschiedene Funktionsschichten oder Sphären, die jede für sich im Hörer gewisse latente Informationselemente auszulösen vermögen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Schemata der Erfahrung und nicht so sehr um Veranlagungsschemata. Die verschiedenen Deformationen nun, denen man bei informationstheoretischen Tests die Sprach- und Musiksignale unterwirft, greifen die einzelnen Sphären in unterschiedlicher Weise an, sodass es beispielsweise möglich ist,
die linguistisch-semantische Sphäre der gesprochenen Sprache von der diagnostischen Sphäre zu trennen. Wenn wir den Satz, den ich jetzt spreche, auf Tonband aufnehmen und rückwärts ablaufen lassen, dann erkennen Sie meine Stimme, also die diagnostische Sphäre des Signals, aber Sie verstehen kein Wort. Umgekehrt verstehen Sie alles, ohne meine Stimme zu erkennen, wenn das Band nur ein wenig rascher oder langsamer abläuft. So klingt meine Stimme, wenn ich die Bandgeschwindigkeit um 25% verringere. Und so klingt sie, wenn ich die Bandgeschwindigkeit um 25% vergrößere. Dem möchte ich noch ein weiteres Beispiel anfügen. Die Stimme verändert sich auch, wenn sie höher oder tiefer transponiert wird, ohne die Sprechgeschwindigkeit zu ändern. Sie hören einen Satz zuerst normal gesprochen, dann eine Terz höher und eine Terz tiefer. Die Veränderungen des Hörens sind gewaltig. Nur wenige haben sie bemerkt bisher, aber alle nehmen teil an ihnen. Die Veränderungen des Hörens sind gewaltig. Nur wenige haben sie bemerkt bisher, aber alle nehmen teil an ihnen. Die Veränderungen des Hörens sind gewaltig. Nur wenige haben sie bemerkt bisher, aber alle nehmen teil an ihnen. Und hier der Beweis dafür, dass alle drei Sprechstimmlagen dieselbe Sprechgeschwindigkeit haben. Die Veränderungen des Hörens sind gewaltig. Nur wenige haben sie bemerkt bisher, aber alle nehmen teil an ihnen. Ein anderes Verfahren der Klanggewinnung besteht darin, dass aus dem Wort einzelne Teilbereiche seines Spektrums herausgefiltert werden, und zwar in den folgenden Beispielen Teilausschnitte von der Höhe nach der Tiefe hin, wobei man stoßartig kurze, eigentümlich artikulierte Klangbildungen hört, die man Artikulationsimpulse nennen könnte, aber vom gesprochenen Wort nichts mehr verstehen kann. Und nun dasselbe von oben nach unten, aber so, dass sich nun eine Klangschicht zur anderen addiert und zuletzt wieder das gesprochene Wort erscheint. Musik und Sprache. Damit zuletzt die Worte Musik und Sprache wieder erscheinen, muss die Zusammensetzung der Einzelteile genau synchron erfolgen. Nun kann man die herausgefilterten Einzelschichten des Wortspektrums auch in Töne umwandeln. Wenn ich diese Töne nun wiederum synchron bringe, dann fangen sie von selbst an zu sprechen. Nicht klar und deutlich, sondern so, dass im Sprachrhythmus der Klänge die Worte wie ein zarter Hauch hindurchschimmern. So wird aus Musik und Sprache solche Bildungen entstehen nur, wenn die Einzelschichten zugleich, das heißt synchron, erklingen. Ich kann sie aber auch nacheinander erklingen lassen, indem ich die Töne gewissermaßen auf die Zeitreise schicke, sie auf verschiedene und zeitlich unterschiedliche Schichten verteile. Ich mache das an einem einfachen Beispiel klar. Ich markiere bloß den Klangeinsatz durch einen Schlag. Die erste Schicht auf dem Tonband bringt alle 3 Sekunden den Schlag, die zweite alle 4 Sekunden und die dritte alle 5 Sekunden. Dann ist klar, dass diese akustischen Markierungen auseinanderlaufen und erst nach 3 mal 4 mal 5 gleich 60 Sekunden zum ersten Mal wieder zugleich erklingen.
Nach diesem Prinzip ist das folgende Beispiel angelegt. Sie hören die Ton- und Hüllkurvenkonstellationen von Musik und Sprache. Dann beginnen die Einzelschichten auseinanderzulaufen. Nach einem genau festgelegten Zeitplan laufen sie wieder zusammen mit dem Endergebnis Musik und Sprache. Nach demselben Verfahren ist 1957 zum 75. Geburtstag von Igor Strawinsky ein Tonband entstanden, das dem Komponisten als Geburtstagsgruß des Kölner Studios zuging. Zuerst die Worte zu Ehren von Igor Strawinsky, dann die nach dem vorher geschilderten Verfahren daraus gebildeten Klänge, hier jetzt in Form eines Arpeggios auf und abwärts, ich möchte sagen, als tönende Geburtstagsgirlande, und schließlich mehrfach und verschieden dicht das artikulierte Klanggebilde mit dem rein musikalischen Sprachhauch zu Ehren von Igor Strawinsky. Zu Ehren von Igor Strawinsky. Zu Ehren von Igor Strawinsky. Arbeitet man mit dem erwähnten Rückkopplungsfilter, so kann man selbstverständlich jeden anderen artikulierten Schallvorgang, zum Beispiel Musik, als Filteranstoß benutzen. Der folgenden Variante einer Variation von Anton Webern liegt ein Stück aus den Orchestervariationen Opus 30 zugrunde. Das waren einige der Vorarbeiten zu meinem Epitaph, in dem der Dualismus zwischen Klang und Wort aufgehoben ist. Der Anfang des Stückes ist eine Art Exposition dieses neuen Worttonverfahrens. Der Sprecher spricht noch einmal den Textbeginn. Nach wenigen Worten wird die Sprache mehr und mehr zurückgenommen. Übrig bleibt allein der sprachrhythmische Geräuschanteil der Worte, die dann wieder auftauchen, wenn vom Sterben die Rede ist. Du kleiner Fischermann, Ai Kichi Kuboyama, nur von uns, deinen Brüdern, Sterben. Was aus dem Wort entsteht, wenn es durch den Impulsgenerator geschickt wird, zeigt der folgende, immer dichter werdende Impulsaufbau. Musik.
Und nun drei Worte in stärkster Beschleunigung, raketenhaft aufsteigend, auf dem Höhepunkt umkehrend und sich in Wortbrocken, zuletzt in den Worten selbst entrollend. Ganz andere Klänge ergeben sich, wenn der Geräuschanteil ausgeschaltet und der übrig bleibende Vokalbestand gespreizt und mehr als eine Oktave nach unten transponiert wird, wie in den folgenden posaunenartigen Klängen.